einer Woche hätte ich noch alles aus eigener Kraft gemacht. Vor einer Woche hätte ich gesagt, ich schaff das schon. Ich schaff das. Ich bin stark genug und nichts wird zu schwer sein. Und ich werde da schon irgendwie so durchgehen. Irgendwie werde ich das schon machen und so. Aber wisst ihr, als mein Engel, als meine Frau da so lag und ihr Körper sich nicht bewegte, da war nichts. So, da begriff ich so langsam, dass ich eigentlich gar nichts kann. Ich bin niemand und wer bin ich schon, dass ich irgendwas machen kann? Ich merkte, dass ich eigentlich keine Kraft habe und so. Und vor einer Woche und die Zeit davor, da hätte ich mich für so einen Abend richtig geschämt und ich hätte gedacht, Ina, ja, du magst das, du liebst es, das ist dein Ding, du liebst das von ganzem Herzen. Aber müssen wir das wirklich machen? Ich schäme mich. Ich schäme mich, weil ich das nicht will. Und all die Leute und eigentlich war ich früher so menschenscheu. Und jeder musste mich immer mitnehmen und treten und sagen, komm, wir machen es auf, wir gehen zu Besuch, wir gehen dahin und hierhin. Und immer, wenn ich vor der Tür stand, und sagte ich zu Ina, Schatz, ich traue mich nicht. Das war mein Spruch und so. Und vielleicht war das ein Insider, aber ich habe mich nie getraut, irgendwo hinzugehen. Und ich habe alles versucht. Ich habe alle Möglichkeiten ergriffen, um mich da rauszuziehen. Ich habe mich geschämt. Ich habe mich für so viele Dinge in meinem Leben geschämt. Ich bin irgendwie mit Scham groß geworden. Und das trug mich so mein Leben durch. Und ich schämte mich für eine hübsche Frau. Ich schämte mich für hübsche Kinder. Ich schämte mich für Begabung. Und ich hielt mich immer klein. Ich dachte, alle anderen sind so viel besser und ich hasste Instagram und so, weil der Vergleich mir einfach immer nur zeigte, wie wenig ich bin und wie wenig ich kann und was alles ich nicht kann und was alles bei mir nicht möglich ist. Und meine Ehe, die 12 Jahre mit Ina, die hatten Höhen und Tiefen und wir hatten viele Tiefen, wir hatten auch viele Krisen in der Ehe. Und so manches Mal waren wir kurz davor dann zu sagen oder ich sagte, weißt du was? Ich kann das alles ohne dich. Ich gehe und dann geht es mir vielleicht besser oder ich habe es leichter, weil die Konflikte zwischen uns, die Spannungen zwischen uns einfach nicht mehr sind und so. Und Ina versuchte und suchte Gott. Sie suchte schon so lange nach Gott. Sie suchte so tief nach Gott. Aber was sie gemacht hat, sie hat immer auch Fehler gemacht. Und sie sagte es mir und sie klagte mich an und sagte, mach das nicht, mach jenes nicht, mach hier nicht und mach das nicht und mach's anders, mach's besser, mach's schöner, mach's weniger, mach gar nichts, ruh dich aus. Und ich hatte so das Gefühl, dass auch das irgendwie nie genug ist und immer falsch und hier und da. Und immer wenn sie was mir sagte, dann war ich stur und ich hatte oft so das Bedürfnis, es genau das Gegenteil zu machen. Und ich sehe das an meinen Sohn, Elian teilweise auch. Er spiegelt mir mein Verhalten wieder. Und an den letzten Tagen so, seit Sonntag, hat sich alles gewandelt bei mir. Ich begann aufrichtig, wirklich aufrichtig nach Gott zu fragen, Gott, was kann ich tun, dass du mir Ina nicht nimmst? Was ist es? Was an meinem Leben ist falsch, dass du... Eigentlich hätte sie ja schon Sonntag nicht da sein müssen. So wie wir sie aufgefunden haben, das hätte niemand überlebt. Und Gott sei Dank hat Eugen sie so reanimiert und wiederbelebt, Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzmassage, dass sie angefangen hat zu atmen. Aber alles andere war irgendwie nicht so richtig da. Die Augen waren nach hinten gerollt und ihr Bewusstsein war nicht da. In der Klinik war sie angekommen und da haben die Ärzte auch gesagt, ihr Kreislauf war stabil, aber sie hatte Krämpfe und ihr Bewusstsein war nicht da. Sie war nicht da, deswegen haben sie sofort ins Koma gelegt. Ich hatte so einen Schmerz, ich hatte so geblutet im Herzen. Ich dachte, was bitte? Und ich habe das auch geteilt mit so vielen Menschen. Was bitte, wenn sie nicht aufwacht? Wisst ihr, und am Anfang war mein Glaube sehr klein. Der Glaube kleiner wie ein Senfkorn. Und Gott sagt in der Bibel, in der Ina so verliebt war, oder in die Ina so verliebt war, wenn euer Glaube ist wie ein Senfkorn, dann könnt ihr Berge versetzen. Ich glaubte das nicht, weil mein Glaube so klein war. Und dann
war mein Gebet eigentlich nur, dass Ina aufwacht. Ich betete lange, dass Ina aufwacht, dass sie zu sich kommt. Wir beteten viel und ich suchte und ich ließ mich nicht ablenken durch Medien, durch irgendwas anderes. Ich hatte einen Fokus, ich hatte diesen Fokus, Ina wiederzusehen. Ich hatte nichts anderes im Herzen. Mein Gebet war durchwühlt und ich hatte so starke Freunde um mich herum. Jan, den Gebetspartner, Matthias und so viele von euch haben mitgebetet und ihr wart alle da und es war eine tiefe Verbundenheit. Ich fühlte den Himmel auf Erden so und ich hatte Angst. Ich hatte so Angst vor der Aufwachphase. Ich dachte, was ist, wenn ich so enttäuscht werde, wenn ich sie nicht sehe und wenn all das irgendwie Geschwätz ist und so. Und dann wachte sie auf. Ich war voller Freude. Ich blühte auf und es war unglaublich. Ich vergaß dann so ein Stück weit Gott und dachte mir, es wird schon wieder. Ich stelle mich auf eine Phase der Rehabilitation ein und auf eine Gesinnungsphase. Und der Arzt versicherte mir auch, dass alles gut sein wird. Es wird alles wieder gut. Und wir fuhren so nach Hause am Dienstagabend. Und es war ja noch so, dass Thomas, mein Schwager und meine Schwiegermutter bei Ina waren. Und gegen 18 Uhr wurde es schon schlechter. Und dann meinte Thomas, wir müssen beten für sie. Wir müssen beten. Und ihr Zustand ist sehr kritisch wieder geworden. Und dann die nächste Phase so des Gebets, da habe ich gemerkt, wie Gott mir so tiefen Frieden gegeben hat und die Zuversicht gegeben hat, dass er auf meine Kinder und auf mich selber aufpassen wird und dass mir an nichts mangeln wird und so. Wisst ihr, und ich möchte eigentlich einfach nur eins sagen, das, was Ina im Herzen hatte, sie hat so viel, unglaublich viel im Herzen gehabt, was ich ihr nicht bereit war zuzuhören. Ich wollte diese tiefen Gespräche nicht. Ich wollte nicht dabei sein und über Gefühle reden. Das mochte ich gar nicht und so. Und ich habe mich immer geflüchtet. Und das war die Spannung in meiner Ehe mit ihr. Das war die Spannung, weil ich nicht bereit war, ihr zuzuhören. Und ihr Geheimnis war, dass sie vor ungefähr 2 Jahren begann, nichts mehr zu sagen. Sie begann nicht mehr Dinge vorzuwerfen. Sie begann mir nicht zu sagen, Oleg, mach das nicht, geh nach links, geh nach rechts, geh hoch, geh runter. Sie sagte nur, ich folge dir und stärke dich. Und ihr Geheimnis war hier, das steht auf dem Papier, das ist von ihr, intensives Gebet im Verborgenen ist gleich geistliche Kraft in der Öffentlichkeit. Das ist ihre Wahrheit geworden. Amen. Sie hat erfahren, dass wenn sie es Gott sagt und wenn sie sagt, Gott, ich kann nichts tun, ich bin nichts auf dieser Welt, ich bin nichts, ich habe mich selber nicht gemacht, ich habe meine Kinder nicht gemacht, ich habe ein Brot gebacken und manchmal schmeckt es und manchmal nicht, aber ich krieg's nicht wieder gleich hin. Aber du hast mich gemacht und sie liebte die Schönheit, sie kriegte immer die Sonnenaufgänge und wir gingen spazieren und sie sagte, oh, was für eine schöne Blume und ich zerrte sie weg und sagte, komm, wir müssen uns beeilen, komm, los, 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 los. Und sie erblickte die Schönheit und sie sah die Herrlichkeit Gottes in diesen Details. Ich hatte keinen Blick dafür. Ich sah es nicht. Ich sah es einfach nicht. Und Inas größtes Gebet war, ich hoffe es doch, dass mein Herz Ruhe findet in Gott. Und ich wollte das nicht. Bislang wollte ich das nie so richtig. Ich war, wisst ihr, ich war mit einem Fuß im Glauben und mit dem anderen Fuß so immer in der Welt, um mir eine Sicherheit zu geben. Ich dachte, ich bin auf jeden Fall in Sicherheit. Wenn es stimmt, dann bin ich in der Sicherheit. Und wenn es nicht stimmt, bin ich auch in der Sicherheit. Aber meine Sicherheit, die schwankte, als Ina weg war. Ich hatte nichts, woran ich mich festhalten konnte. Es war einfach nichts da. Niemand war da. Niemand. Ich blickte um mich herum am Sonntagmittag und sah Inas Bibel. Ich hielt mich da so fest und las das, was Ina so las. Ich wusste, was ihre Lieblingsstellen waren. Und ich las das und ließ, dass Gott der Retter ist, dass er der Schöpfer ist, dass er alles kann und dass es außer ihm niemand anderen gibt. Und ich weinte und ich betete, ich flehte zu ihm. Und über die Tage habe ich ihn so gespürt in meinem Leben, wie noch nie. Wisst ihr, ich fühlte mich getragen. Ich fühlte mich, als würde ich schweben und nicht verstehen, was passiert und so. Und ich spürte Gott in mir. Wisst ihr, und so gestern habe ich darüber nachgedacht, die Jünger, als Jesus gekreuzigt waren, die haben sich genauso gefühlt, wie ich am Dienstagabend. Genau so. Die haben gedacht, Jesus ist ein Leugner oder Lügner oder lag falsch.
Es kann alles nicht wahr sein. Er stirbt uns hier weg und hat versprochen, der König der Könige zu sein. Und dann ist er da tot und die gingen ihren alten Tätigkeiten nach und gingen zurück und glaubten sich selber nicht, dass sie ihm 3 Jahre lang gefolgt sind und ihm so viele Dinge geglaubt haben, die Wunder gesehen haben und dass das alles wahr war. Haben sie gesehen und sie warfen alles über Bord und sagten, Petrus ging zum Fischen wieder und Andreas haute ab und alle zerstreuten sich. Die 12 Männer, die so eng zusammen waren, die waren alle weg, alle getrennt. Und dann kam Jesus 3 Tage später und sagte, habt ihr nicht geglaubt? Ich hab's euch doch gesagt. Ich hab's euch gesagt und ihr habt nicht geglaubt. Wisst ihr? Und der Sieg von Gott wird nicht an irdischen Dingen bestimmt, wie was mein Gebet ist, was ich will. Das ist nicht Gott. Gott ist so viel mehr. Über das, was Ina mir hinterlassen hat an Nachrichten, an Gebetstagebüchern, an Gebeten, an dem, was sie über die Zeit geschrieben hat, wo sie nicht die Küche aufgeräumt hat, wo sie nicht Staub gewischt hat, wo sie nicht die Staubfluseln weggemacht hat, sondern sie saß da und hat die Bibel gelesen und mir Nachrichten geschrieben. Sie hat mir so viele Liebesbriefe geschrieben. Sie hat mir so viel hinterlassen für mich und meine Kinder. Und ich habe auch das gesehen, was sie getan hat. Ich habe geguckt, was? Wieder nicht aufgeräumt. Hab ich's gemacht. Wieder nicht gewischt, hab ich's gemacht. Wieder nicht abgespült, hab ich's gemacht. Heute, wo Ina nicht da ist, bin ich froh, dass die Küche dreckig war. Ich bin froh, dass die Staubflusen da sind. Ich bin froh über alles, was sie nicht gemacht hat, weil sie die Zeit, die sie hatte, mir hinterlassen hat, über sich. Sie hat tiefe Gedanken hinterlassen. Sie hat tief, tief und viel hinterlassen. Und heute ist mir all das egal, weil das, was sie mir hinterlassen hat, ist so viel mehr wert. Es ist unbeschreiblich, wie viel sie mir hinterlassen hat. Für euch sind das vielleicht so viele Bücher, was sie selber geschrieben hat. Für mich ist es ihr Herz. Für mich ist es ihre Seele, ihr Geist. All das, was sie bewegt hat, ist das. Und ich spürte so, Gott hat alles vorbereitet. Alles. Ich habe es ja erwähnt, ich habe Insta gehasst, wie sonst was, der Vergleiche wegen. Und ich habe ihre Posts nie gelesen. Ich wusste um ihre Gedanken und so. Sie hat viel mit mir geteilt. Aber ich habe es nicht begriffen. Und heute merke ich, über die lange, lange Zeit hat Gott alles vorbereitet. Alles, alles. Und auch so dieser Abend und so, das war Inas größter Wunsch. Und noch größer war ihr Wunsch, und das sage ich euch wirklich von ganzem Herzen, dass ich hier stehe und ein Zeugnis gebe. Oh ja. Das hätte sie sich so sehr gewünscht. Und das ist ein Wunder. Das ist wieder ein Wunder. Und ich erlebe so viele Wunder, wie Clary mir begegnet und wie sie mich ansieht und dass sie zu mir sagt, Papa, und guckt in meine Augen und sagt, Himmel, so viele Dinge erlebe ich. Und wisst ihr, ich bin so dankbar, dass meine Frau den Kindern die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Lange, lange hat sie Abendandachten gemacht und so. Das war mir immer so nervig und so anstrengend und so mit den Kindern und so und alles. Ihr wisst das. Aber heute, wenn ich mit den Abends bete, dann beten sie und sagen, Gott, danke. Und wir sehen Mama wieder. Halleluja. Wisst ihr, was das für ein Trost ist? Ich musste nicht erklären, ja, sie ist da oder hier und so. Sie wissen, wir sind für eine lange Zeit getrennt. Und ich sagte, ihr geht euren Weg. Ich habe genug für euch da. Gott wird sich um alles sorgen und uns wird nichts an Mangeln und so. Und wir sehen Mama. Ich bete und feiere Gott und sage, ich freue mich auf den Himmel. Ich freue mich auf die Ewigkeit. Ich habe eine Ewigkeitsperspektive und die hat Ina mir hineingelegt. Und die hat Ina mir nicht hineingelegt, die hat Gott durch Ina in mich hineingelegt. Und das ist alles Gott und Gott gebührt die Ehre für all das, was er getan hat, für all das, was er ist und für all das, was er an euch tun will. An jedem Einzelnen von euch will Gott anklopfen. Macht ihm die Türen auf. Ich habe mein Herz ihm nicht geöffnet. Ich habe ihm ganz lange so Mauern vorgezogen und habe nichts getan, weil ich das nicht tun wollte. Ich wollte nicht die Wahrheit Gottes in meinem Herzen haben. Ich wollte die Ewigkeit allein. Ich wollte in die Ewigkeit, aber ich wollte Gott nicht. Und das geht nicht. Ihr könnt nicht in die Ewigkeit kommen, ohne Gott anzunehmen. Und ihr nehmt Gott hier auf Erden an, indem ihr seinen Sohn annimmt.
Und Jesus sagt, wer mich hat, wer meinen Namen bekennt, den werde ich bekennen bei meinem Vater im Himmel. Ich verspreche es euch, wenn ihr es ernst meint, wenn ihr in die Stille geht, wenn ihr euer Herz öffnet, ihr werdet Gott spüren, ihr werdet ihn sehen, ihr werdet ihn spüren. Ich verspreche es euch. Das, was ich erlebt habe, die Tage, es war eine Entscheidung. Es war eine Entscheidung zu sagen, nicht ich kann es, sondern mach du es, weil ich es nicht kann. Das war meine Entscheidung. Und diese Entscheidung war ein Augenblick. Und das kann jeder von euch. Jeder, jeder. Und ihr werdet es nicht bereuen. Ich verspreche es. Die letzten Tage, ich habe so viel Trost bekommen. Alle Menschen waren da und fragen mich, warum können wir dich nicht trösten? Warum tröstest du uns? Wisst ihr, weil Gott in mein Herz eingezogen ist. Deswegen. Amen.